Salsa-Figuren im Kreis getanzt und das Beste daran, die Männer können alle paar Sekunden die Partnerin wechseln. Thank you.
vielleicht gewundert, wie das funktioniert. Es ist keine einstudierte Choreografie, das kann sich kein Mensch merken. Jede Figur hat einen Namen und die wird angesagt von einem Caller, Rufer oder auch Sänger, Cantante genannt. Das ist der Thomas. Er ist auch der Lehrer für die Rueda. Dankeschön. Und alle Männer und alle Frauen kennen diese Figuren und die Männer führen die Frauen synchron, so dass die Figuren möglichst gleich aussehen und der Kreis dann eine richtig schöne Figur bildet, eine Blume oder ein Rad, ganz wie ihr wollt, was eurer Fantasie überlassen ist. Das heißt aber nicht, dass man in Kuba immer nur im Kreis tanzt, im Gegenteil. Wir können natürlich auch ganz normal Paar tanzen. Und man kann in Kuba nach dieser Salsa-Musik sogar einzeln tanzen, wenn man gerade keinen Partner hat. Oder, das könnt ihr dann auch noch sehen, man kann zu dritt und zu viert tanzen, wenn man mag. Bitte DJ, ein bisschen andere Musik. Wir zeigen euch jetzt, wie das aussieht, wenn die Paare für sich tanzen. Thank you.
Kuba oder auch mitten in Deutschland. Jeder Deutsche, wie ihr seht, kann das lernen. Und wir würden euch ganz herzlich einladen, jetzt mit uns ein paar Schritte zu tanzen. Kommt einfach auf die Tanzfläche. Ihr müsst gar nicht so komplizierte Figuren machen. Das dauert noch ein bisschen, aber für den Anfang so in 2, 3 Grundschritte, das schafft ihr in 10 Minuten. Kommt, ich zeige euch, wie das geht. Ihr braucht dazu nichts anderes als eure Fantasie. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise. Eine Reise in die Karibik. Kommt, hier vorne ist kein Parkett, hier ist Sand. Wir sind am Strand.